Hallöli, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terra Nigma. Beim letzten Mal haben wir den vierten Turm abgeschlossen, einen Kristallfaden gefunden, ihn zu Melina gebracht und die wollte uns jetzt was Schönes daraus machen. Und deswegen gehen wir jetzt zu Melina. Na, Ark, hast du gut geschlafen? Hier, nimm dies. Diese Weste ist robust und widerstandsfähig. Beim Weben bete ich, dass dir nichts passiert. Sie wird dir gute Dienste leisten. Trage sie, wenn du in Gefahr bist. Ark erhält die Titanium-Weste. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Sei vorsichtig, ich werde für dich beten. Boah. Ich wollte gerade sagen, was Nützlicheres kannst du nicht machen, aber hey, sie hat uns eine nützliche Rüstung gemacht. Das ist nützlich. Melina ist cool. Auf Melina lasse ich nichts kommen. Melina ist keine Damsel in Distress. Nicht zuletzt deswegen, weil sie bis auf das eine Einfrosten eigentlich gar nicht in Distress ist. Okay, wir haben eine neue Rüstung. Und jetzt wollen wir mal sehen, was der Wächter in Turm 5 jetzt sagt. Ob der uns jetzt immer noch rausschmeißen kann. Wir haben eine Weste aus Kristallfaden, die mit der Macht der Liebe gewoben wurde. Und Melina kann verdammt schnell weben. Naja, ich nehme mal an, sie hat die Weste... Die Weste war wahrscheinlich schon fertig und sie hat sie jetzt nur mit dem Kristallfaden bestickt oder so. Naja, ihr seht hier rechts den Turm. Das ist Turm 2. Da sind wir schon die Welt einmal umrundet. Turm 5. Start. What? Warum? Nicht cool. Die Titanium-Weste hat dich bewahrt. Aha. Dann fürchtet meinen Zorn. Was auch immer hier lauert. Der Turm ist recht kurz, aber er ist der erste mit einem richtigen Boss. Der Magier starrt dich böse an. Ark ist gelähmt. Aua. Hast du jetzt davon? Ach nee, das dauert mir jetzt zu lange. So, großer, offensichtlicher Weg, wie es weitergeht. Gehen wir mal hin. Pff, verkackt. Nein, natürlich nicht. So. Klitzekleiner Weg, den man fast übersehen hat. Ah, da geht's weiter. Das ist deine letzte Aufgabe. Gehe nun. Oha. Oha. Aus nicht näher bestimmten Gründen rüste ich jetzt die Schatulle aus. Das Ganze gibt mir gerade so ganz furchtbare Goma-Vibes aus Ocarina of Time. Und was ist jetzt los? Ach du Scheiße, ich hatte recht mit Goma. So, das ist der Dämonenskorpion. Der erste richtige Boss. Es gibt eine einfache Möglichkeit, ihn zu besiegen. Dafür nehmen wir die Feuerringe und feuern ihn an. Aber wir nehmen natürlich nicht die einfache Methode. Wir machen die schwere Methode, indem wir ihn tatsächlich tothauen und uns einfach nie erwischen lassen. Weil wir die Invulnerability Frames des Blitzstichs ausnutzen. Wir müssen leider, ja, der Gegner laggt ein bisschen und das ist eigentlich der größte Feind in diesem Kampf. Aber so leicht kann man ihn halt auch erledigen, wenn man den Blitzstich drauf hat. Aber der Blitzstich ist eine überlebenswichtige Technik in diesem Spiel. Der wird einem auch bei einem späteren Boss, der sehr, sehr schwer ist, deutlich weiterhelfen. Und Level Up.
Und diesmal gibt es gar keine Tür, durch die wir gehen können. Dämonenskorpion ist bezwungen. Ach, du hast alle Prüfungen bestanden. Nun kann deine Reise beginnen. Kehre noch einmal ins Dorf zurück. Aber erst Kontinent-Action. Lex Luthor, Herr von Australien. Wer weiß, wo das her ist, kriegt einen Keks. Also einen virtuellen. Ihr wisst Bescheid. Okay, das passt wenigstens zu Australien. Das ist der Ayers Rock. Weil war das nicht auch so, den darf man auch nicht mehr Ayers Rock nennen, weil das. Man soll jetzt das Ureinwohnerwort dafür benutzen, das ich gerade gar nicht auf dem Schirm habe. Naja, ich weiß auch nicht. Ich bleib bei Ayers Rock, weil den anderen Namen kenne ich nicht. Australien kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Ich höre auch auf zu fragen, warum sie eigentlich versenkt wurden, das erklärt mir ja doch keiner. Und damit haben wir alle Dorfbewohner entfrostet. Wuhu! Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Denn es gibt noch ein, zwei Secrets hier. Nämlich dieser kristalline Kackhaufen hier ist ein Dungeon. Warum bin ich nicht eher reingegangen? Naja, früher geht nicht, weil dann sagt einem der Wächter, komm wieder, wenn du alle Türme erledigt hast. Diese fetten Ritter, die machen wir jetzt mit zwei Schlägen platt. Am Anfang haben wir uns an denen den Tod geholt. Ark wurde geröstet. An die kommen wir nicht ran, außer wir bewerfen sie mit dem Zeug oder wir schmeißen die Feuerringe. Naja, wir müssen alle Gegner killen. Sonst geht die Tür nicht auf! Polynesien kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Keine Animation, ist nur so eine kleine Bonusinsel, die sonst nicht da wäre. Ja, ich meine, es ist jetzt, glaube ich, kein großer Spoiler zu sagen, dass wir die Welt, die wir hier erschaffen, auch in Kürze betreten werden. Weil diese Welt ist so klein, da ist nicht mehr viel zu machen. Schieberätsel! Ist doch das Größte. Meine Güte, war das schwer. Kehrt aus den Tiefen. Nee, versenk's wieder. Ab ins Wasser damit. Nicht nochmal, Mu! Nein! Ich kenne Mu noch aus Illusion of Time. Das will ich nicht wieder haben. Das ist die Geißel der Menschheit. Weg damit! Und vor allem die Vampire. Versenkt die Vampire wieder. Nein, nicht Mu. Okay, unser Dorf ist gerettet. Spiel vorbei.
ich wollte noch was zeigen. Haha, jetzt hätte ich es fast vergessen. Hier, Apple. Nom. Mhm. Das habe ich gesehen! Okay, okay. Dann pfeffer ich halt den Krug an die Wand. Was soll das? Soll ich dich wieder in Ketten legen? Okay. Was auch immer Mäus sich dabei gedacht hat. Ach, du hattest Erfolg! Du warst Zeuge der Wiederkehr der Kontinente jedes einzelnen Turms! Doch nur das Land ist neu entstanden. Es gibt noch kein neues Leben. Ark, ich möchte dir etwas zeigen. Lass uns nach draußen gehen. Draußen gibt es in östlicher Richtung eine tiefe Erdspalte. Folge mir. Wie der halt auch so einen halben Baum als Gehstock hat. Da wäre ja selbst Gandalf neidisch. Ja, okay, bevor wir da hingehen, gehen wir noch zum Melinchen. Mit Melina stimmt etwas nicht. Sie weint in ihrem Zimmer. Hark, hast du Melina etwas angetan, du Unhold? Nee. Nein, bitte, komm nicht herein. Tut mir leid, Ark. Ich kann dir nicht in die Augen. Ich habe gehört, dass du von hier weggehst. Mein Lachen sollte dich begleiten, aber mir ist... Ich weiß nicht warum, aber ich muss weinen. Eines Tages wirst du sicher zurückkehren. Bis dahin werde ich wahr. Ich bin sicher, dass ich an diesem Tag auch wieder lachen kann. Komm bald zurück. Gute Reise. Nein, bitte, komm nicht herein. Okay. Ja, hier, Erdspalt. War vorher nicht da. Erdspalt. Interessante Musik. Der Erdspalt führt zur Oberwelt. Es ist ein seltsamer Ort. Ein riesiger Ozean mit vielen Inseln. Einst stand die Welt in Blüte, reich an Tieren und Pflanzen. Doch alles Leben verschwand und zurück blieb nur ödes Land. Ich wünschte, wir könnten die Oberwelt wiederbeleben. Unglaublich. Ich würde gern versuchen, dir zu helfen. Ja, ich fühle, dass ich dazu bestimmt bin. Hör meine Worte, Ark, begib dich zur Oberwelt und versuche sie zu retten. Dort angelangt kannst du nicht zurück, bis alles vollbracht ist. Bist du bereit? Yep. Lass mich dir noch einen Rat geben. Der Kristallspeer aus der Truhe besitzt nur hier die Kraft, dich zu heilen. In der Oberwelt verliert er sie. Dort musst du Heilknollen benutzen, um deine KP aufzufüllen. Oh nein, ich hab schon wieder die vierte Wand gebrochen. Verdammt, verdammt, verdammt! Setze deine Heilknollen weise ein. Auf diese Weise ist dir ein langes Leben gewiss. Sieh den Gefahren ins Auge und du wirst alle Prüfungen meistern. Genug der Worte, geh nun. Hüpf! Oh, das ist tief. Und er fiel tiefer, 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 tiefer und kam in China wieder raus. Kapitel 2: Fauna und Flora. Also das Tutorial ist rum. Wir sind jetzt im richtigen Spiel. Geschehen. Langsam öffnet Ark die Augen und erblickt ein Land ohne Leben. Ich bin an meinem Bestimmungsort angelangt. Es gibt kein Zurück mehr.
Was für eine traurige Welt. Öde Steppen und klamme Luft, kein Zeichen von Leben. Wie soll ich die Welt von ihrem Elend befreien? Klage nicht, mein Freund! Lass uns nachdenken! Ich wurde auserwählt, diese Welt zu erlösen. Ich bin mir meiner Verantwortung voll bewusst. Doch liegt die Rettung wirklich in meiner Macht? Du wirst es nicht erfahren, solange du hier stehst und redest! Ja, da hat er an sich recht. Bevor wir für heute Schluss machen, mache ich einen kurzen Schlenker auf die Karte, denn ihr wollt es doch sehen, oder? Ihr wollt die Welt sehen. Da sind wir am Amazonas. Oh nein. Hoffentlich treffen wir nicht das Amazon-Esquartet. Ja, diese Welt ist nicht so rund. Also sie ist insgesamt natürlich schon rund, aber so groß, dass wir es nicht merken, wenn wir drüber laufen. So, was ist hier? Hier hat's Kristall. Nett. Und eine Seele. Willkommen bei Magier. Und hier gibt's einen neuen Ring. Den Blitzring. Davon nehmen wir welche. Und zwar so viele, wie wir können. Blitzring ist was Schönes, wenn ich mich richtig erinnere. So, aber hier geht's weiter. Lumina. Komm her. Komm her! Komm her. Ja, ich komm ja schon. Jetzt, Ark. Komm doch etwas näher. Ich warte seit langem auf dich. Ja, hier müssen wir kriechen. Höhle. Da werden wir dann mal speichern. So, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles macht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach unten. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der, Höhle. Ciao, ciao.